Na? Viele haben sich gefragt, warum ich in der letzten Zeit so unregelmäßig Videos hochlade. Nein. Nein, aber ihr wisst ja, ich bin ja momentan in der 13. Klasse und ich habe mir jetzt so für das letzte Schuljahr so vorgenommen, ja, bist du dieses Schuljahr aber wirklich richtig, richtig gut, ja? Ich meine, es ist dein letztes Schuljahr, ja, danach kommt keins mehr, ja? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie vorher nie gelernt habe oder so, nein, also ich bin eher so der, der für jede einzelne Klausur lernt, aber nie eine gute Note hat. So, das Problem ist in der Oberstufe, dass dir nicht mehr gesagt wird, oh ja, das kannst du besser machen und das war der Fehler in der Klausur oder so. Die Klausur sieht dann eher so aus, also du hast halt deine Aufgabe, ne? Dann schreibst du da so einen riesigen Text drüber und dann wird halt einfach nur abgehakt, ja? Das war richtig, das war richtig, das war ein gutes Argument und das war auch ein gutes Argument. Ja, und das war ein bisschen schwer zu verstehen, aber es war auch ein gutes Argument. Das war richtig, das war richtig, das war richtig, ne? Und dann guckst du denn da bei den Ergebnissen, ne? Wie viel habe ich bei der Klausur bekommen? Ne, Maximalpunktzahl 30 Punkte in der Klausur, ne? Wie viel bekomme ich? 15. So, ja, die 5. Klasse habe ich letztes Jahr abgeschlossen, ne, mit 2,6. So, aber dieses Jahr möchte ich noch besser werden, ja. Ich habe alle freiwilligen Aufgaben gemacht, ich habe noch viel, viel mehr gelernt für die Schule. Ich habe dadurch sogar schon oft YouTube vernachlässigt, ja, und das tut mir immer sehr, sehr weh, weil ich habe euch alle lieb, Leute. Bildet euch darauf nichts ein. Sobald ich diesen Verifizierungshaken hinter meinem Namen stehen habt, seid ihr mir eh alle egal, ja? Ne, okay, ne, jetzt erstes Halbjahr, ne, richtig reingehangen, sehr viel mehr für die Schule gemacht. Letzte Woche dann die Halbjahreszeugnisse der 13. Klasse, ne? Ne, von 2,6 in der 12., ne? Jetzt richtig reingehangen, sehr viel mehr gemacht, sehr viel mehr für die Klausuren gelernt, ne? Von 2,6 in der 12. auf 2,54. Um 0,06 verbessert. Wuhu! Wuhu! Who is the best in the game? Ich bin so hyped, ne? Irgendwann werde ich noch depressiv. Aber es gibt immer noch diese Lehrergespräche, wo man sich dann so selber einschätzen muss und sagen muss, wie man sich selber in dem Fach fühlt und selber einschätzt und sowas. Und ja, ihr kennt das sicher. Absolut cringe. Bei manchen Lehrern kannst du dich da wirklich verbessern und wirklich argumentativ einfach deine Note begründen, warum sie eben ein oder zwei Punkte besser sein sollte. Aber manche Lehrer, die haben eben schon deine Note aufgeschrieben und die behalten sie dann halt auch, ne? Komm mal, was wolle, egal was du eben sagst, ja? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja? Dafür sind ja auch Lehrer da. Dafür, die sollen mich ja bewerten, ja? Aber warum werde ich denn trotzdem gefragt, wie ich mich selber einschätze? Ich weiß doch selber, wie ich mich selber einschätze. Und wenn das nichts an der Note ändert und dass den Lehrern eigentlich egal ist, wie ich mich selber einschätze, warum werde ich dann gefragt? Also ich hätte ja die knappe 3 verdient, weil ich immer motiviert bin beim Unterricht, habe immer meine Hausaufgaben, ich arbeite eigentlich immer ziemlich gut mit, bringe gute Beiträge und ich wollte mich wirklich auch verbessern jetzt so im ersten Halbjahr und habe da auch wirklich mich sehr viel reingehangen, das hat man auch an den Klausuren gemerkt und so und ich will mich einfach verbessern, wissen Sie? Ja, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt schon. Oh, du bist aber noch da. 4 plus, ne? 4 plus bleibt dabei, ne? Ja, tut mir leid. Also, ja, schick mal einen Holzenjungen rein, ne? Der ist jetzt da. Der hat eine 4 minus. Also, ja, dann fragt man sich, ne? Warum? Bin ich noch nicht depressiv. Ja, aber wenn sowas ist, dann bin ich wirklich den ganzen Tag halt auch down, ne? Wenn ich halt argumentativ irgendwas belege und dass das dann überhaupt gar keine Reaktion findet, dass überhaupt gar nichts bringt, sag ich mal, ja? Dann ist der Vibe gekillt, ja? Aber es ist dann halt auch wirklich immer nur für den Tag, ja? Ich stehe am nächsten Morgen auf und bin eigentlich wieder gut gelaunt, einfach so ohne Grund einfach. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, einfach aus Prinzip einfach ein gut gelaunter Mensch, kann man sagen. Also, ich nehme halt auch keine Drogen oder so. Ich konsumiere nur Effect Energy. Manche Situation, ja, da gibt es einfach überhaupt gar keinen Grund, irgendwie fröhlich zu sein oder so. Aber ich bin halt trotzdem irgendwie fröhlich. Einfach so. Ich stehe am nächsten Tag dann halt auf. Neuer Tag, neues Glück oder so. Ich fahre also mit dem Auto zur Schule, ja? So, und dann immer, wenn mich irgendwelche Leute fragen, ja, was für ein Auto fährst du denn? Und ich dann sage, BMW 318i. Und dann ist die Reaktion in den meisten Fällen dann immer so, oh, Alter, BMW, Alter, teure Luxuskarre, Alter. BMW 318 klingt gut, Alter. Klingt eine gute Karre, Luxuskarre, ne? Luxuskarre, Digga. BMW muss teure Karre sein, Alter. Und daran sehe ich dann halt auch immer, ob Leute wirklich Ahnung von Autos haben oder wirklich halt gar nicht. Ne, weil mein Auto ist 1991 gebaut, ist ein E36 BMW, ja. Also es hat keine Sitzheizung, generell keine Klimaanlage, geschweige denn überhaupt eine Heizung. Ich bin schon sehr froh, dass ich Radio oder CD hören kann. Da läuft dann natürlich immer Jam FM 93,6 Musik, die dich bewegt. Und mein Auto riecht eben innen nach Öl, ja. Und wirklich jeder Einzelne, der irgendwie einsteigt oder so, sagt jedes Mal, warum riecht das denn hier nach Öl? Läuft hier irgendwas aus oder so? Nein, es läuft nichts aus. Das Auto sagt mir lediglich, dass es noch lebt. Es ist eben ein 3er BMW, ja. Also es ist eine Türkenkarre. Nichts Stereotypisches jetzt gegen irgendwelche Türken, ja. Also ich bin wirklich der Letzte, der irgendjemand beurteilt, nur wegen seiner Herkunft oder so. Das Ding ist halt auch, dass das Auto am Anfang noch einen Fehler hatte, als wir es gekauft hatten, ja. Und keiner konnte uns sagen, was es genau ist. Keine Werkstatt konnte sagen, das und das ist jetzt das Problem und das müssen wir machen, um es zu beheben oder so. Weil dann aber bei so einer eher halb illegalen Werkstatt von einem Türken, ja. Kein Problem, er hat's fertig bekommen, nie wieder das Problem gehabt. Und jetzt auch nicht falsch verstehen oder so, ja, ich liebe mein Auto wirklich jetzt, ne. Also ich bin sehr dankbar, es zu haben. Ich bin sehr dankbar dafür, mobil zu sein und nicht mehr Fahrrad fahren zu müssen. Ich liebe mein Auto, ja. Es ist wie ein zweites Zuhause für mich. Aber es ist halt eben nicht diese Luxuskarre, wo immer alle denken, oh, BMW 318i, Alter. Muss eine Luxuskarre sein. Ist es nicht, okay? Aber ich liebe es trotzdem. Vor allem, wenn ich es irgendwie zu Schrott fahre oder so, dann ist wahrscheinlich auch niemand außer mir traurig. Also, es ist dann halt einfach kaputt. Ich bin dann wahrscheinlich auch kaputt, weil ich habe halt keine Airbags. 1991 haben die sich nämlich bei BMW gedacht, Airbags? Da brauchst halt einfach keinen Unfall, dann brauchst du die Dinger ja gar nicht. Es ist wirklich ein schönes Auto, ja, und ich liebe es. Und es ist eine Türkenkarre. Ja, aber ich fahre dann halt am nächsten Tag gut zu laut zur Schule, durch die 30-Zone und auf einmal blitzt es. Und ich dann so, nein.
Warum bin ich noch nicht depressiv? Ich habe dann so in den Spiegel geguckt, aber da war dann halt auch kein Blitzgerät in dem Auto, was da irgendwie stand oder so. Also deswegen, ich weiß halt nicht, ob ich mir das jetzt eingebildet habe. Ich weiß es halt nicht. Ich war da wohl noch nie geblitzt. Falls es keine Einbildung war, dann werdet ihr bald ein Schwarz-Weiß-Bild von mir sehen, auf dem ich lautstark zu Queen-Musik singe. Don't stop me now. Ne? Abends schaue ich dann allerdings auf mein Handy, ne? 30 neue Instagram-Benachrichtigungen. Übrigens, Charlie Waffles auf Instagram einfach alle Bilder liken, ja, dann denken alle meine Freunde, ich sei gar nicht so hässlich. Dann was steht da? UX Charlie Fanpage folgt dir jetzt. Wir hatten das Thema schon mal. Wirklich, Leute, noch einmal, ja? Wenn ihr mich feiert oder mich supporten wollt oder was weiß, dann bewertet ihr die Videos, kommentiert die Videos oder sendet sie an Freunde weiter oder was weiß ich. Und liked alle meine Bilder auf Instagram, weil die Leute denken, wirklich, ich bin hässlich, okay? Also, bitte. Wenn ihr die Videos bewertet und kommentiert, dann möchte ich überhaupt kein bisschen, dann geht mein Herz auf, wirklich jetzt, ja? Aber wenn ihr irgendwelche Fanpages macht mit irgendwelchen komischen, unlustigen Sprüchen, nein, Leute, bitte nicht, bitte nicht. Wisst ihr, manchmal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, warum bin ich noch nicht depressiv? Oh, du bist aber noch da. Nein. Bildet euch darauf nichts ein. Um 0,06 verbessert. Who is the best in the game?